gerade in St. Moritz unterwegs, stehe hier am St. Moritzer See und ihr seht das, ich bin gut bepackt. Ich habe nämlich vor, auf den Bernina Trek zu starten. Wer von euch hat denn schon mal eine Weitwanderung gemacht? Wenn ja, wie lange wart ihr unterwegs? Wie hat es euch gefallen und vor allem, wo wart ihr unterwegs? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare hinein. Und ansonsten geht es jetzt für uns direkt los, auch wenn das Wetter gerade noch nicht so super gut aussieht. Aber angeblich soll die Sonne später noch rauskommen. Fast 2700 Meter raufgefahren. Ist schon ganz schön frostig hier oben. Es wird so ein bisschen herbstlich. Der Felix ist ja auch mit dabei hinter der Kamera. Hallo Felix. Servus. Warst du schon mal hier in der Gegend unterwegs? Ja, schon öfter. Zu wandern, Skifahren. Gefällt mir immer sehr gut hier. Also du kennst dich aus? Ja, ein bisschen. Wir wandern nämlich zur Chamana Coats. Erstmal so grobe Richtung darüber. Dann geht's wieder runter ins Tal. Dann wandern wir zur Chamana Boval. Die liegt ganz nah am Mortaratsch-Gletscher heran. Und es geht dann noch weiter bis zum Bernina Pass. Und da kommen wir eben an dieser vergletscherten Bergwelt vorbei. Wir kommen an Bergriesen vorbei, die an der 4000 Meter Marke kratzen. Und es gibt auch malerische Bergseen auf dem Weg. Cool, starten wir. Ja. So langsam lichtet sich der Nebel, weil dahinter müsse sich dann der Piz Bernina und der mächtige Chirwa-Gletscher verbergen. Jetzt ist er richtig schön frei. Wahnsinn. Wolken sich jetzt gelichtet haben und tatsächlich so einen Blick auf dieses imposante Bergmassiv freigegeben haben, sieht es einfach nur mächtig aus. Man sieht so diese zerklüfteten Gletscher da runterfließen. Man kann die Spalten richtig erkennen und sieht, wie wild diese Welt um uns hier aussieht. Und gleichzeitig ist auch der Weg spannender geworden. Das ist so ein schmales Pfädchen. Da geht es so ein bisschen über Geröll hinweg, aber eigentlich nie wirklich schwierig. Und schöne Wasserfälle gibt es auch am Wegesrand. Ich habe einen Greifvogel entdeckt. Schaut mal, der kreist da oben. Ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar ein Adler. Wo sind die Vogelexperten unter euch? Da ist die Hütte. Cool. Ich habe auch echt Hunger jetzt. Ich habe auch ein bisschen Hunger mitgebracht. Ich bin gespannt, was es zu essen gibt. Ja. Also es gibt schon mal was für Felix. Salami nämlich. Und für mich ist wahrscheinlich eher hier diese Süßspeisenabteilung. Ich freue mich. Ja. Angekommen. Von der Seilbahnstation bis hier zur Hütte sind es übrigens rund 3 Stunden Gehzeit, wenn ihr wirklich einfach durchmarschiert. Also es ist gar nicht so weit entfernt, es ist ein einfacher Zustieg hierher. Und das Coole ist wirklich, dass ihr ständig Panorama im Blick habt. Panorama hatten wir auch, bis auf den Piz Bernina. Der hat sich bis zum Schluss in den Wolken versteckt. Da hoffen wir, dass wir morgen mehr Glück haben und ihn dann in seiner ganzen Pracht sehen können. Jetzt checken wir aber erstmal ein. Die erste Hüttenübernachtung für mich in dieser Saison. Und dann gehen wir zum gemütlichen Teil des Abends über. Willkommen. Schick. Hier geht's rauf. Steile Treppe. Und jetzt gibt's eine kleine Roomtour. Willkommen in der guten Stube. Schaut doch sehr gemütlich aus, oder? Und wenn es heute ist, dann kann man hier sogar den Sternenhimmel sehen, sofern sich die Wolken verziehen. Ich habe es mir schon bequem gemacht, habe mir das beste Plätzchen rausgesucht. Aber auch so an sich ist die Hütte sehr schnuckelig. Also nicht so groß, ein schöner, gemütlicher, beheizter Raum, wo man abends Abendessen kriegt. Und dann hier verschiedene Zimmer eben. Das ist das einzige Doppelzimmer. Und ich breite mich jetzt hier gerade schon aus und richte mich ein. Und bin dann eigentlich schon fertig.
was schlafen gehen? Aber erstmal essen wir was. Ja, stimmt. Hunger habe ich auch. Ja, Zucchini-Creme zum Bitten. Guten Appetit. Hey. Guten Nacht, Marlene. Guten Nacht. Das ist keine echte Kerze. Sieht mir erstmal aus. Guten Morgen. Neuer Tag, neues Glück. Und Glück mit dem Wetter. Hast du gut geschlafen? Ja, es war ein bisschen kalt heute Nacht. Das ist doch was anderes, wenn man hier so direkt in dieser Gletschernähe schläft. Aber jetzt ist es 8:30, die Sonne kommt hoffentlich bald und wärmt uns von oben. Und wir sind jetzt vom Frühstück aufgestanden und es geht gut gestärkt auf die längste Etappe für uns. Wir wandern jetzt erstmal da in das Tal raus und dann hoch zum Mortaradsch-Gletscher. Heute sehen wir übrigens auch endlich den Piz Bernina da oben, den höchsten Berg Graubündens. 4049 Meter ist der hoch. Man sieht jetzt sogar sehr schön den Bianco-Grat, wie er da zum Gipfel führt. Ein großer Schmelzwassersee hier. Also all das Wasser, das da vom Gletscher runterkommt, sammelt sich hier. Oh, cool, wie sich das auch spiegelt im Wasser. Hier nach rechts in diese Gletscherwelt rein könntet ihr jetzt aufsteigen, um zur Tschirwa-Hütte zu kommen. Die käme jetzt eigentlich auf dem Bernina-Trek als nächstes. Wir lassen die ja aus und laufen stattdessen darunter in dieses Wildflusstal. Das sind so ganz viele verschiedene Mini-Flüsse. Das geht da aus diesem alten Gletscherbach raus in so ganz viele Bäche darunter. Ihr könntet hier auch mit der Pferdekutsche ins Rosecktal reinfahren. Auch ganz gewöhnlich. Oder rausfahren. Machen wir das nächste Mal. Und mir brennen die Füße. Wie geht's dir nach über 20 Kilometern? Ich bin auch froh, wenn wir gleich da sind. Sieht man das Ziel schon? Nein. Irgendwo da hinten. Ist schon überwältigend, wie sich der Gletscher hier in seiner vollen Pracht zeigt. Da ist schon das Ziel, da ist die Hütte. Schaut euch das geniale Panorama an. Wir sehen da bis zur Diavoletza-Bergstation, die liegt da oben drin. Dann sehen wir da drüben den Piz Palü mit seinem Ostgipfel, dem Hauptgipfel. Dann geht es weiter Richtung Bella Vista. Da sehen wir auch den Ost- und den Hauptgipfel. Und da ist ganz imposant der Piz Bernina zu sehen. Das Weiße, was ihr da seht, ist übrigens der Bianco-Grat. Und dann da im Hintergrund ist jetzt noch der imposante Mortaradsch. Und davor die Bowal-Hütte. Von hier würde übrigens auch die Bergtour auf den Mortaradsch rauf starten. Aber wir schauen jetzt mal in die Hütte rein und legen endlich unser schweres Gepäck ab. Dann mal rein in die gute Stube. Da rein. Mal diesmal kein Doppelzimmer. Nein, aber wir hatten noch freie Platzwagen und ich habe mir das ausgesucht. Dann kann ich mit Aussicht aufwachen. Schön. Wir haben gerade noch Hüttenwirt Roberto getroffen. Hallo Roberto. Grüß dich. Ich bin ja ein bisschen neidisch auf dich, wenn ich hier jetzt oben stehe. Du hast ja einen super schönen Arbeitsplatz hier oben. Ja, ein Privileg auf jeden Fall. Ja, ja schon. Gell? Wie ist das so, jeden Morgen mit diesem Panorama aufzuwachen? Tja, also bei schlechtem Wetter ist es ja weg, oder? Ja, beim schönen Wetter, ja, wenn du so viel zu tun hast, siehst du es gar nicht mehr, wenn du lange da bist. Aber wenn du mal deine Ruhe hast, ist natürlich
das Größte, was man haben kann, sagen wir mal so. Aber hast du trotzdem einen Tourentipp von hier aus für unsere Zuschauer? Ja, also allgemein von hier aus, was ist einfach Hochalpin. Mhm. Was man machen kann, man hat da hinter der Hütte also so eine Ebene, da kann man schön spazieren gehen, sich verweilen. Wenn man Glück hat, sieht man noch viel Wild, also Gämse, Schneehühner, Steinadler, Bartgeier, je nachdem, wie man Glück hat, viel Murmeltiere. Standest du auch schon mal auf dem Piz Bernina oben? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie ist das da oben? Wie ist die Aussicht? Fantastisch. Vor allem bist du allein, hast das Gefühl, all die Probleme da im Tal unter versteht man ja gar nicht, weil das ist eine ganz andere Welt. Das möchten wir ja irgendwann auch nochmal machen, irgendwann da oben stehen. Aber heute wird das nichts mehr, wir müssen uns heute ausruhen. Wir haben nämlich noch eine letzte Etappe auf dem Bernina Trek vor uns. Eine gute Idee. Mahlzeit. Nachdem wir das Eis die ganze Zeit aus der Ferne beobachtet haben, gibt es jetzt noch eins zum Schlecken. Hier auf dem Abschnitt sieht jetzt alles noch mal ganz anders aus. Wir laufen die ganze Zeit so durch eine Steppenlandschaft hindurch mit so orange-gelben Farbtönen. Dazwischen dann immer so diese Seen, die so ein bisschen Kontrast geben. Auch auf der anderen Seite hier leuchtend türkisblaues Wasser. Und damit sind wir jetzt auch schon fast am Etappenziel angelangt. Da oben ist jetzt der Bernina Pass. Yeah. Am Trainer werden wir jetzt übernachten und uns auch mal wieder eine Dusche gönnen. Das ist ja auch immer ganz fein zwischendurch. Aber ansonsten ist das Coole an dem Bernina Trek oder an dem Ausschnitt, den wir jetzt gegangen sind, dass das für jeden machbar ist. Also wenn ihr konditionell fit seid, braucht ihr nicht weiter hochalpine Erfahrung und kommt trotzdem in diese ganz imposante Bergwelt hinein. Und das ist einfach etwas, ja, das ist cool, da so vor diesen Eismassen zu stehen. Lohnt sich auf jeden Fall und ihr solltet das auf jeden Fall mal nachgehen. Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte ein Gefällt mir unter diesem Video oder drückt sofort auf Abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und hier geht's zu den nächsten Videos. Bis bald!